Wir sagen jede Woche das Gleiche. Wer von euch hat seine Nebenkostenabrechnung bekommen? Wer sieht, was wir da bezahlen sollen? Es ist schon eine Voraussicht dabei, ab dem 1.1., was wir dann bezahlen sollen. Ich habe für mein Haus bezahlt bis Oktober letzten Jahres 220 Euro im Monat. Ich bin jetzt bei 571 und man hat mir schon angekündigt, dass es wieder teurer wird. Jetzt reden wir nur von Gas. Da kommen dann ein paar ältere Leute zu mir aus der Nachbarschaft. Ich wohne in einer Siedlung, wo wir schon alle seit über 20 Jahren zusammen wohnen. Ja, ich habe ja einen festen Vertrag am Arsch. Der feste Vertrag läuft dann Ende Januar, Ende Dezember, Ende Februar aus. Und da gibt es dann auch schon eine neue Hochrechnung. Bei einer Rente von 363 Euro für die Frau. Und der gute Mann hat etwas über 1500 Euro. Dürfen Sie jetzt statt bisher 165 für Gas und Strom 296 bezahlen? Das ist jetzt bis Ende Dezember und ab Januar wird es nochmal teurer. Da habe ich mal eine Frage hier in die Runde und an die ganzen Passanten, die ja konsumierend vorbeilaufen, was ich alles gut finde. Wovon wollen wir das denn in Zukunft bezahlen? Glaubt ihr denn allen Ernstes, irgendeiner in dieser Regierung will, dass es uns gut geht? Seit Ende des Zweiten Weltkrieges habe ich immer mehr das Gefühl, dass von Regierungswechsel zu Regierungswechsel immer mehr demontiert wird. Wir müssen immer mehr bezahlen, wir sind immer mehr mit Strafen und Auflagen und Verordnungen beseelt. Es ist unfassbar, was hier passiert. In Wiesbaden sitzen 40 Ermittler, die den ganzen Tag Facebook und alle anderen Kanäle kontrollieren. Da habe ich dann mal kurz ein Strafmandat gekriegt, 50 mal 60 Euro, 3000 Euro soll ich bezahlen. Das ist gar keine Gerichtsverhandlung gewesen. Kam direkt das Urteil, weil ich ein Bild gepostet habe. Und dann möchte ich mal Jan Böhmermann, diesem stotternden Vollidioten aus dem ZDF, danken, weil der hat das gleiche Bild gepostet. Und mein Anwalt arbeitet jetzt daran, diese Klage niederzuschlagen, weil der Prozess wäre passenderweise am Valentinstag, am 14. Februar. Der hat jetzt quasi 6 Monate Vorlauf. Die Zeit haben wir natürlich optimal genutzt. Ne? Jetzt haben wir die Klage wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Hals. Aber das ist das Deutschland, in dem wir leben. Es sind hier unheimlich viele Dinge, die uns gezeigt werden. Wir haben jetzt diese Woche brandaktuell eine Rentnergang von 25 Terroristen. Da wurde eine verrostete Pistole gefunden, eine Schreckschusswaffe und Bargeld und Preppergut, was immer Preppergut ist. Ich vermute mal Vorräte wie Mehl, Zucker, also das, was wir ja laut der Fernsehpropaganda alles immer schön sagen sollen, was wir immer kaufen sollen. Dann, die haben sie jetzt verhaftet. Davon einer Prinz Reuß und irgendjemand ehemaliger Oberst von der Bundeswehr. Also das sind die 25 Leute, die die Bundesregierung für 83 Millionen Menschen übernehmen sollen. Also wer diese Scheiße glaubt, ja, also ganz ehrlich, ich will euch Kindern nichts, aber der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Das ist unfassbar, was hier in dem Land läuft. Also was uns hier vorgesetzt wird als Information, unglaublich. Ich will gar nicht mal, oder doch, ich möchte es gerne mal fragen. Wer von euch bekommt denn mit, was aktuell bei Twitter passiert? Der Elon Musk hat Twitter übernommen und macht jetzt alles öffentlich, was diese Schweinebande im Auftrag der Regierung, in dem Fall jetzt der US-Regierung und des FBI, oh, da sehen wir ganz tolle Serien, wie sie dann schön im Fernsehen rumlaufen, rumermitteln, alles Ablenkung, alles Comedy, alles Blödsinn. Bei Twitter wird jetzt aufgedeckt, und das geht ruckzuck vor Gericht, in Amerika ticken die Uhren ein bisschen anders, dass hier eine massive Wahlfälschung passiert ist. Wem ist denn aufgefallen, was in Brasilien passiert ist? Das gleiche wie in Amerika. Da ist die Wahl gestohlen worden, da kommt dann der neunfingerige ehemalige Möchtegern-Präsident mit 10 Fingern wieder zurück, Lula oder wie der hieß. Das Militär hat den Garaus gemacht, der ist weg vom Fenster. Der die Wahl gewonnen hat, sitzt an der Macht. Peru, Übergabe ans Militärrecht, Ausnahmezustand ausgerufen. Was glaubt ihr denn, wie lange das hier noch gut geht? Das können wir doch gar nicht mehr aushalten. Ihr lauft hier schön, kauft eure Dinge, verstehe ich alles, finde ich auch alles super. Wir haben Weihnachten, wir wollen alle in Frieden leben, alles gut. Aber Leute, dafür müsst ihr den Arsch hochkriegen. Von selber passiert das nicht. Das passiert nicht von alleine. Wir werden besteuert, mit Gebühren belegt, bis zum Augenstillstand. Für die, die da mal drüber nachdenken sollten, jeder, der hier rumläuft, der das nicht weiß, guckt euch eure Lohnabrechnung an. Von eurem Brutto bleiben 50% über, plus minus 5%, mehr oder weniger. Das ist weg. So, und dann bei jedem Artikel, den ihr kauft, den ihr bezahlt, da zahlt ihr Steuern drauf. Ob es eine Mehrwertsteuer ist, geht doch mal tanken. 1 Liter Sprit, Benzin oder Diesel, völlig egal. Sind 4 Steuern drauf. Wie lange soll das denn noch gut gehen? Wer will das denn noch alles bezahlen? Ihr müsst eure Mieten für die Stände hier bezahlen, ihr müsst eure Heizkosten bezahlen, ihr müsst Strom bezahlen. Ist das jetzt der letzte Weihnachtsmarkt, den wir die nächsten Jahre haben werden? Und was ist das? Dann gehe ich an Gebäuden vorbei, alles hell erleuchtet. Was sind das? Regierungsgebäude. Ah, ticken die Uhren da anders? Meine Tochter sitzt im Bus mit einer Maske an. Immer noch. Immer noch sitzen wir mit einer Maske im Bus. Wie
Herrschaften Politiker nicht. Man fährt zu einer Wahlveranstaltung ohne Maske. Man fliegt durch die Gegend auf Steuerkosten ohne Maske. Ich bin für eine Politikerhaftung. Jeder Elektriker, jeder Schreiner muss für seine Arbeit gerade stehen. Warum nicht die Politiker? Menschen können Fehler machen, das ist okay. Aber wenn man so viel Scheiße baut mit aller Netzgeld, dann muss das vor Gericht gestellt werden. Wir haben die Schnauze voll, ich sowieso. Deswegen bin ich schon seit mehr als einem Jahr auf der Straße. Und das, ja, wir sind auch schon länger auf der Straße. Ja, wir machen jetzt den zweiten Winter schon mit. Es ist so, und die Kälte interessiert uns nicht. Kann auch regnen, ist mir auch egal. Ich gehe trotzdem auf die Straße, in der Hoffnung, bei dem ganzen Umzug einen einzigen, der am Rand steht, zum Nachdenken zu bewegen und dass der mal googelt, anstatt das nächste Paar Turnschuhe oder sonstigen Blödsinn, was wir hier sagen, um mal zu überprüfen, ob das stimmt. Denn alles, was stimmt, alles, was ich sage hier, stimmt. Das kann ich alles belegen. Über Google. Google ist eine offizielle Quelle, keine illegale Hintergrundquelle. Das kann sich jeder angucken. So, wer möchte als nächstes?